Jubel in Manila unter den Anhängern von Ferdinand Marcos Jr. Der Sohn des ehemaligen Diktators Ferdinand Marcos hat die Präsidentenwahl auf den Philippinen mit großem Vorsprung gewonnen. Dem vorläufigen Ergebnis zufolge kommt der auch unter seinem Spitznamen Bongbong bekannte 64-Jährige auf 56% der Stimmen. Er erhält damit mehr als doppelt so viele Stimmen wie seine liberale Hauptrivalin, die amtierende Vizepräsidentin Leni Robredo. Robredo rief ihre Anhänger dazu auf, das Wahlergebnis zu akzeptieren. Marcos Jr. wird damit Nachfolger des umstrittenen bisherigen Präsidenten Rodrigo Duterte, der 6 Jahre lang mit äußerst harter Hand regierte. Dutertes Tochter Sara Duterte wird zu Marcos Stellvertreterin gewählt. Menschenrechtsaktivisten befürchten, dass Marcos Jr. als Staatschef noch autokratischer handeln könnte als sein Vorgänger Duterte. Eine Verurteilung der von Brutalität und Korruption geprägten Vergangenheit seiner Familie lehnt er ausdrücklich ab. Marcos Jr. konnte seine Wähler offenbar mit einer Anti-Armutskampagne überzeugen. 43% der Menschen auf den Philippinen betrachten sich Umfragen zufolge als arm, weitere 39% geben an der Schwelle zur Armut zu stehen.